Hi, heute gibt es von mir das Bio-Box Food and Drink Video für den Monat. Ich bin mir gar nicht so sicher. Entweder April oder Mai. Ich kann es mir einfach nicht merken. Ihr werdet es am Titel erkannt haben. Und ich habe schon mal das Päckchen hier aufgemacht. Das ist relativ groß, finde ich persönlich. Und ja, wir schauen mal rein. Hier oben ist wieder so der Brief mit dem, was drin ist. Und da steht: Auf einen schönen Abend. Gut, also mit guten Freunden, schönen Abend gemeinsam machen, so ist das gedacht hier. Und dann ist hier Bio-Gourmet-Grillkurse. Keine Ahnung. Ja, ich bin jetzt nicht so der Grillmensch, also ich habe noch nie gerne gegrillt. Aber ab und an ist es ganz nett. Im Sommer wird man ja damit so ein bisschen bombardiert, das mag ich eigentlich gar nicht. Dann ist hier von Bioland Frankenkorn mit Gesicht so ein riesen Ding hier drin. Schauen wir mal später rein. Dann hier so Soßen, keine Ahnung. Und dann sind schon die Produkte hier unten. So, das erste Produkt, was hier oben drauf liegt, ist von Osho Bio Sauce à la Hollandaise. Und das Problem eben, was ich mir schon denken kann, ist, dass hier Laktose drin ist. Ja, Süßmolkepulver, Magermilchpulver. Das heißt für mich, ich kann es nicht benutzen. Es ist halt irgendwie Schwachsinn, schon Magermilchpulver in so ein Produkt reinzupacken, wenn man danach eh Sahne oder Milch benutzt, um die Soße anzumachen. Das habe ich noch nie verstanden und das regt mich auch immer ein bisschen auf. Schade für mich, weil ab und an mal so Sauce Hollandaise ja auch ganz nett ist. Es ist zwar bio und ohne Palmöl und ohne bestimmte Zusatzstoffe und so weiter und so fort. Sicherlich kein schlechtes Produkt, aber für mich als laktoseintoleranten Menschen leider nicht zu gebrauchen. Das heißt also, das werde ich wahrscheinlich verschenken, höchstwahrscheinlich an meine Mama. Mal gucken. Und dann haben wir von Biodo, ja, Biodo, eine Knoblauchsoße. Ich sehe gerade, jetzt muss so ein Flyer. Ah, das gehört dazu, das gehört zu diesen Grillsachen. Und da sind es. Zwei Soßen habe ich gerade gesehen. Hier. Eine Barbecue-Soße und eine Knoblauchsoße. Und ich befürchte, dass auch da Magermilch-Joghurt ist hier drin. Schade. Also, das ist auch nicht laktosefrei. Ist eigentlich eine coole Sache. 10 Gramm. Das werde ich dann auch einfach mal zum Grillen irgendwo mitnehmen. Wer es haben möchte, der kriegt das. Barbecue-Soße. Ich habe ja noch die Hoffnung, dass die wenigstens ohne ist. Mal gucken. Ah, da steht vegan drauf. Das ist ja cool. Ja, die ist vegan, die kann ich benutzen und finde ich cool. So kleine Brötchen mal so zum Testen, das ist nicht verkehrt. Allerdings habe ich vor kurzem ziemlich coole Soßen bekommen, die komplett vegan sind, aus Deutschland, aus Berlin. Und ja, irgendwie bin ich da in letzter Zeit so, dass ich eher zu den veganen Marken greife, weil ja, da muss ich dann nicht dreimal drauf gucken, ob da irgendwie jetzt noch Magermilchpulver oder sowas drin ist. Die Preise kann ich eigentlich gerade mal dazu sagen. Die Sauce Hollandaise würde so mit 161 Gramm, die dann 1,75 Liter Soße ergeben, also damit kann man lange hinkommen, die würde 4,45 € kosten und die Soßen werden hier nicht aufgeführt. Also die sind einfach nur Zusatz, finde ich in Ordnung, weil so kleine Sachen sind ja jetzt auch ein bisschen blöd. Dann, oh ja, das ist geil. Oliven. Ich liebe Oliven. Ich war neulich bei meinen Eltern und dann waren noch Oliven im Kühlschrank. Und ich so, oh, ich habe schon ewig keine mehr gehabt und wollte welche essen und dann hat mein Papa alle weggegessen. Ne? Aber so ist das schon immer gewesen. Er hat schon immer alles weggefuttert. Von Mani Bloy. Grüne Oliven, ich persönlich mag zwar schwarze wesentlich lieber, aber auch grüne sind toll und die Zutaten sind auch schön simpel. Grüne Oliven, Oregano, Olivenöl, Meersalz. Perfekt. Finde ich wirklich perfekt. Freue ich mich sehr, sehr drüber. Und das Glas würde kosten 3,49 €. Also finde ich auch in Ordnung vom Preis her. Ist ja ein Bioprodukt. Und dann haben wir hier drin, das ist cool, weil mein Brot ist fast leer. Bio-Haferbrot von Frankenkorn Bioland. Richtig cool. Also kann man auch mal ein bisschen mehr zeigen hier. Und das ist noch bis zum 8.7.2014 haltbar. Das wird auf jeden Fall bis dahin gegessen werden. Und hier sind drei, fünf Scheiben sind hier drin. 250 Gramm, das ist eigentlich normal, ne?
Und die würden 99 Cent kosten. Auch absolut in Ordnung. Ich finde das einfach besser als Weißbrot. Körnerbrot mag ich eh lieber. Und ja, ist doch cool. Also ich gucke jetzt nochmal gerade nach den Inhaltsstoffen. Ja, alles in Ordnung. Also vegan wäre es nicht, denn hier ist 1% Honig drin. Mich persönlich stört es jetzt nicht. Also Honig wäre ich jetzt eh nicht so. Da bin ich nicht so, dass ich da rummecker. Ja, finde ich cool. Ist mal irgendwie eine ganz andere Box, habe ich das Gefühl. Sonst ist da mehr so Schneekekram drin gewesen. Jetzt ist es richtig, richtig schöne Produkte, die man so auch im Alltag gebrauchen kann. Und mein Süßkram isst man vielleicht auch im Alltag, aber nicht so häufig, finde ich. Also ich persönlich jetzt. Dann ist hier von Pucca leider schon etwas zerdellert. Ein Tee drin. Ich habe meine ganzen Beutel Tees eigentlich aufgebraucht, weil ich persönlich losen Tee lieber mag. Ich habe ja extra so eine Socke dafür. Da geht dann auch nicht so wirklich was daneben. Und ja, aber Pucca hatte ich schon mal gehabt. Ich finde das Design halt einfach wunderschön von der Verpackung. Also vielleicht sehen wir uns hier nochmal mitnehmen. Ja. Und was drin ist, kann ich euch eigentlich auch mal zeigen. Also ich muss mal gucken, hier so rundherum. Der Geschmack ist Pfefferminz und Süßholz. Also Pfefferminz liebe ich, Süßholz ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding. Ja, ich bin da jetzt nicht so ein Freund von. Sieht man das irgendwie? Also hier oben kann man das vielleicht besser sehen. Ich weiß das nicht. So. Und da sind 20 Beutel drin, finde ich in Ordnung. Ich hoffe, dass es mir schmecken wird, weil ich, wie gesagt, nicht so der Süßholzwurzel-Fan bin, weil mag ich nicht so gerne in Tees. Ansonsten so Lakritz-Sachen mag ich ja schon ganz gerne, nur da weiß ich nicht. Und da sollten verschiedene Sorten drin sein. Das heißt also, es muss nicht unbedingt jeder diese Sorte bekommen haben. 3,99 €, also die sind wirklich auch ein bisschen teurer. Fand aber es okay bislang. Es war jetzt nicht die letzte Sorte, die ich hatte, war jetzt nicht mein Lieblingsgeschmack, aber naja, es ging. Dann haben wir hier noch was drin von Maharishi Ayurveda. Von denen hatten wir mal die Zahn. Diese Zahnpasta in der, also in zwei Boxen schon. Rajas Cup, ayurvedische Kaffeealternative. Das ist cool. Also ich meine, ich trinke sehr, sehr gerne Kaffee und ich trinke sehr, sehr gerne Tee. Möchte mich da auch nicht festlegen. Also dafür ist es einfach zu spannend, was es für verschiedene Sorten gibt. Und das hört sich irgendwie für mich an wie so ein Gewürztee, der eine Kaffeenote hat. Ja. Keine Ahnung, steht soweit. Wo sind da Inhaltsstoffe? Inhaltsstoffe. Hier ist drinnen Strynos potatorum. Ich kann es nicht lesen. Cassia, Winterkirsche, Süßholz. Keine Ahnung. Aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Rajas Cup. Also bin ich gespannt. Wo steht's? 4,99 €. Also ist auch ein bisschen teurer. Das ist aber auch bei den ganzen ayurvedischen Sachen so. Die sind ein bisschen teurer. Freue ich mich schon drauf. Hier wäre ja vielleicht auch eine Alternative. Also ich meine, ich versuche ja eigentlich meinen Kaffeekonsum etwas runterzuschrauben. Ich trinke eigentlich fast nur noch einen Kaffee am Tag. Manchmal zwei, aber inzwischen fast nur noch einen. Und dann, was richtig, richtig cool ist, auch wenn es eine ziemlich große Größe für eine Person alleine ist, so. Ich alleine mit dieser Tube Ketchup, also mit dem Ding hier. Das sind 500 Milliliter Tomatenketchup von Biodo. Da sind ja auch die Soßen von. Ohne Kristallzucker mit Agavendicksaft gesüßt. Das ist richtig gut, weil ich eben keinen normalen Ketchup mehr kaufe, wegen dem Kristallzucker, der da drin, also wegen dem Industriezucker, weil er einfach nicht so wirklich gut für den Körper ist. Und deswegen finde ich das richtig cool, dass hier Agavendicksaft drin ist. So habe ich nämlich meinen Ketchup auch gemacht. Also ich mache manchmal selber Ketchup. Und ja, jetzt muss ich mir auf jeden Fall keine Sorgen machen. Das kann ich auch mit zu meiner Mama nehmen, wenn wir da irgendwie grillen, dass ich dann schon meinen Ketchup vor Ort habe. Also ist schon eine ziemlich große Pulle. Finde ich gut. Ist richtig, richtig schön. Und das würde 3,49 € kosten. Also finde ich jetzt auch nicht schlimm, weil ich eben pro Jahr vielleicht eine verbrauchen würde, jetzt so persönlich. Und ja, freue ich mich. Ich glaube, das war's jetzt auch. Gehen wir durch. Ja, hier ist noch irgendwas unten drin. Ein Button. Born to Grill. Naja, also das ist definitiv nicht der Button für mich, aber ist eine ganz süße Beigabe.
Ja, wie finde ich die Box? Diesmal wirklich sehr so alltagstauglich und nicht zu viel Süßkram, nämlich gar kein. Und das finde ich eigentlich auch mal cool, auch wenn ich so ein süß Mensch bin, freue ich mich, dass diese Box einfach mal ein bisschen anders ist. Und ich habe das Gefühl, dass sich die Biobox so ein Stück weit, also die Food and Drink jetzt so ein bisschen in die Vegan Box Richtung entwickelt. Mir wäre es halt noch lieber, wenn sie diese laktosefreien Sachen, wie sie am Anfang hatten, weiter behalten würden. Denn jetzt waren es zwei Boxen hintereinander oder doch, ich glaube zwei Boxen hintereinander, wo eben was mit Laktose drin war. Und vorher war das gar nicht. Also vorher konnte ich mich immer darauf verlassen, dass hier keine Laktose drin ist in den Produkten. Das würde ich mir doch echt von Biobox wünschen, dass man da wenigstens Bescheid geben kann, wenn man Laktose nicht verträgt, dass man vielleicht aus einer alten Box eben nochmal ein Produkt kriegt. Würde mich persönlich jetzt nicht stören, weil es ist ja schade, ich kann es eigentlich nicht benutzen, muss verschenken. Und wenn meine Mutter dann damit kochen würde, kann ich dann auch nicht mitessen. Das ist ja auch so eine Sache. Richtig gut hat mir der Ketchup gefallen und die Oliven vor allen Dingen. Oh, ich sag euch, ich mache die jetzt gleich auf. Und diesen Rajas Cup. Ich hatte heute noch keinen Kaffee, deswegen ich glaube, dass ich mir einfach mal davon eine mache. Und hoffe, dass das irgendwie mir schmeckt. Das Brot ist auch cool, weil ich eben meins fast aufgebraucht habe, komplett, was ich da hatte. Und da trifft sich das gut. Und ja, für 15 Euro finde ich, ich glaube, so insgesamt sind es so, was, über 20 Euro ein bisschen. Topbox, kann man nichts sagen. Also ich liebe ja die Biobox allgemein und vor allem die Food and Drink-Geschichte gefällt mir mit immer am besten. Preis-leistungsmäßig ist es halt top. Wenn ihr euch die Vegan Box anguckt, da bezahlt ihr 25 Euro. Okay, es ist natürlich alles vegan und da sind auch hochqualitative Produkte dabei, auch so Raw Zeug, also Raw, nicht Rohr. Aber ich finde die Box doch irgendwie noch einen Ticken besser, so finanziell gesehen. Ja, also wenn ihr es nicht ganz so genau nehmt mit vegan, dann so und so. Und das war's von mir. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Produkte findet, ob ihr selber die Box bekommt, ob ihr zufrieden wart. Und das war's dann wieder von mir. Ich werde euch auf jeden Fall nochmal irgendwie, wenn ich dran denke, es kann ja mal passieren, dass ich das verpeile, ein, zwei verschiedene Boxenvideos einfach nochmal verlinken. Einmal hier vielleicht und einmal nochmal in die Informationsbox für alle Leute, die mobil irgendwie unterwegs sind. Dann könnt ihr einfach mal reinschauen. Vielleicht ist ja auch noch was anderes für euch dabei. Und das war's dann von mir. Wir sehen uns. Ciao.